Die Rednerreihenfolge habe ich Ihnen bereits mitgeteilt. Ich eröffne die Aussprache und darf als erster Rednerin der Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten, der Kollegin Nancy Faeser, das Wort erteilen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Mögest du in interessanten Zeiten leben. Nach diesem Jahr verstehen wir endgültig, warum dieser Satz kein frommer Wunsch ist, sondern ein chinesischer Fluch. Und in der Tat, wir leben in interessanten Zeiten. Aber wir alle, die wir Verantwortung für unser Land tragen, können uns die Umstände nicht aussuchen. Wir sind hier, um diesen Umständen zu begegnen, kraftvoll und entschlossen. Und ich kann das in diesem Haus für meine Fraktion versichern. Die SPD wird, wenn es denn gewünscht ist, ihren Beitrag dazu leisten, um Hessen durch die Krise zu führen. Wir alle kennen die steigenden Zahlen. Der stellvertretende Ministerpräsident hat es angesprochen. Wir sehen die Statistiken, diskutieren über Maßnahmen, beschließen Einschränkungen. Aber wir dürfen vor allen Dingen eins nicht vergessen. Hinter all diesen Zahlen stecken menschliche Schicksale. Ich denke an die Studentin in Marburg, die ihre Eltern seit März nicht gesehen hat. Ich denke an die Oma in Kassel, die sich vor einem langen Winter ohne Besuch fürchtet. Ich denke an die Schüler, die selbst zur Risikogruppe gehören und seit Monaten nicht am Unterricht teilhaben können. Ich denke an die Beschäftigten in unseren Krankenhäusern, die im Auge des Orkans stehen und unglaublich viel geleistet haben. Mein herzlicher Dank an dieser Stelle. Und auch in den Gesundheitsämtern wird irre viel geleistet, und sie sind schon lange weit über ihren Leistungsfähigkeiten. Man kann nicht am Anfang einen Marathon ankündigen, und dann geht er immer weiter. Das ist für die Beschäftigten auch eine Zumutung, obwohl dort schon viel geholfen wird. Ich denke an die Menschen in ganz Hessen, die ihre Angehörigen durch das Virus verloren haben. Und ich rufe Ihnen von dieser Stelle aus zu, eure Sorge ist unsere Sorge, und Ihre Trauer ist unsere Trauer. Wir stehen an Ihrer Seite in diesen schweren Zeiten, meine Damen und Herren. Und ich denke zugleich an die vielen Menschen, die sich in dieser Zeit um ihre Existenz sorgen, an all jene in der Gastronomie, im Hotelgewerbe, im Einzelhandel, im Kulturwesen, in der Veranstaltungsbranche, bei den Schaustellern und all das, was an Zulieferern und allen dazugehört, an Menschen, die zwar Verständnis für viele der Maßnahmen haben, bei denen aber zur Angst vor dem Virus die Sorge um die eigene Existenz der Zukunft. Auch Ihnen rufe ich zu. Wir sehen eure Lage, und wir stehen an Ihrer Seite. Und ich und die SPD-Landtagsfraktion sind der Meinung, dass wir eine nationale Kraftanstrengung brauchen, um diese Infektionsspirale aufzuhalten und um diese Infektionswelle zu brechen, meine Damen und Herren. Noch nie ist eine Krise von jenen gemeistert worden, die Existenz verleugnet haben. Und wir müssen, es ist ein Virus, was da ist, es ist gefährlich, und wir müssen es entschlossen bekämpfen. Wenn diese Gefahr auf der Straße, im Deutschen Bundestag oder auch hier im Hessischen Landtag verharmlost oder gar geleugnet wird, dann ist das vor allen Dingen eins, ein Schlag ins Gesicht all jener, die ihre Angehörigen durch dieses Virus verloren haben, meine Damen und Herren. Wenn wir dieses Virus bekämpfen wollen, dann kommt es auf uns alle an. Wir tragen alle Verantwortung. Und wenn wir diese Verantwortung wahrnehmen, wenn wir uns solidarisch verhalten, dann kommen wir gemeinsam durch diese schwere Zeit, meine Damen und Herren. Dazu gehört zwangsläufig, die Zahl der Kontakte drastisch zu reduzieren. Daran führt leider kein Weg vorbei. Und wer mich persönlich kennt, weiß, dass auch mir das schwerfällt.
aber es ist notwendig, um Leben zu retten, und es ist mir wichtig, das auch ganz deutlich zu sagen. Wir sind als SPD-Fraktion deshalb überzeugt, dass es jetzt notwendig ist, die Welle mit entschlossenen Maßnahmen zu brechen. Dabei muss aber auch in der Krise gelten, alle Maßnahmen müssen geeignet, verhältnismäßig und für die Öffentlichkeit nachvollziehbar sein. Es darf auch in der Krise keinen Rabatt auf unseren Rechtsstaat geben. Und ja, man muss gerade auch vor Inkrafttreten der Maßnahmen auch über diese diskutieren können. Und es ist eben nicht mehr März, wo alle aufgrund des Schocks der Infektionswelle alles akzeptiert haben, ohne jegliche Erklärung und mit allem einverstanden waren. Wir sind weiter. Und deshalb bedarf es auch echter Überzeugungsarbeit und Erklärung. Und, Herr stellvertretender Ministerpräsident, das war mir heute zu wenig. Es wurde nämlich wissenschaftlich argumentiert, das ist richtig. Ich teile das ausdrücklich, und wir kommen ja auch zu den gleichen Schlüssen im Ergebnis. Aber man muss den Menschen das erklären, und sie haben es nur an einer Stelle getan, nämlich an der Frage, warum die Schule offen bleibt und die Gastronomie geschlossen wird. Ich glaube, man muss aber jede dieser einzelnen Maßnahmen tatsächlich auch verargumentieren, zu sagen, warum müssen die Restaurants schließen? Wieso ist es so, dass es ein Hotspot ist? Mir liegt eine Studie vor, wo die ersten Untersuchungen zeigen, dass die Ansteckung über Restaurants immerhin an vierter Stelle ist. Ich finde, dass man solche Tatsachen den Menschen mit an die Hand geben muss und auch ihnen deutlich sagen muss, dass wir halt im Moment 3 von 4 Infektionsgeschehen nicht mehr nachvollziehen können und dass deshalb diese Maßnahmen notwendig sind. Das muss man aber auch begründen, meine Damen und Herren. Und das haben Sie auch gesagt, diese Maßnahmen sind nun einmal sehr, sehr schmerzhaft. Und ich glaube, gerade diejenigen, die sich da sehr positiv auf den Weg gemacht haben, das sollte unser aller Interesse sein, diese Sorgen und Nöte tatsächlich auch ernst zu nehmen. Und es gehört meines Erachtens in diesen Tagen besonders dazu, ehrlich mit den Menschen umzugehen und zu sagen, wir machen das alles deshalb, weil wir wollen, dass ihr zu Hause bleibt. Und zwar nicht zu Hause bleibt, um viele Freunde einzuladen, sondern möglichst mit der eigenen Familie alleine zu Hause bleiben und möglichst nur eine weitere zu treffen, weil wir ansonsten keine Chance haben, die hohe Infektionswelle zu brechen, meine Damen und Herren. Und diese dezidierten Erklärungen, das ist meines Erachtens das Gebot der Stunde und nicht nur einfach verkünden. Die Restaurants, Fitnessstudios, auch Schaustellerbetriebe erhalten, der stellvertretende Ministerpräsident hat es gesagt, bis zu 75% des Umsatzes aus 11/19. Ich glaube, dass man da noch einmal genau hingucken muss, weil nicht für alle 11/19 der Maßstab ist. Ich habe jetzt aus Berlin gehört, man würde auch einen Durchschnitt des Jahres zugrunde legen können. Finanzminister nickt. Ich hoffe, es kommt dazu, weil da müssen wir jetzt alle gemeinsam aufpassen, dass nicht Teilbranchen hinten runterfallen, weil gerade die Schausteller können nicht auf 11/2019 zurückgreifen. Da hatten die so gut wie keine Umsätze. Man muss den Jahresdurchschnitt nehmen. Ich hoffe, dass wir das gemeinsam auch erledigen können. Und es sind, wenn man sich die Verordnung von Hessen anguckt, auch noch ein paar Fragen übrig geblieben. Warum müssen die Musikschulen beispielsweise in Hessen schließen? Auch dafür braucht es eine Erklärung. In Bayern bleiben sie nämlich geöffnet. Und das erwarten wir jetzt in diesen Stunden auch von der Landesregierung. Vielleicht können Sie es noch einmal sagen. Bitte verkünden Sie es nicht nur einfach in Verordnung. Erklären Sie, warum Sie diese einzelnen Maßnahmen vornehmen. Und ja, es ist auch elementar wichtig, den Menschen zu erklären, warum sie draußen keinen Sport in Gemeinschaft machen sollen, weil es an der frischen Luft stattfindet. Auch da muss man den Menschen mitgeben, es passiert deshalb,
um Sozialkontakte zu vermindern. Und das ist das Gebot der Stunde, den Menschen auch genau das zu erklären. Wir stehen vor einem zweiten Lockdown, aber da fehlen doch noch einige Erklärungen. Verkünden alleine, meine Damen und Herren, reicht nicht aus. Und ich will hier an dieser Stelle auch ein wichtiges Anliegen von Eltern in der Krise aufgreifen. Die Spielplätze sollen geöffnet bleiben, was ich für ausdrücklich richtig halte. Gleichzeitig sagen wir aber in den jetzigen Verordnungen, es sollen nur Kinder auch ein weiteres Kind aus einem anderen Haushalt treffen. Das funktioniert nicht, meine Damen und Herren. Das wird nicht funktionieren. Auf einem Spielplatz sind mehrere Haushalte. Und ich weiß nicht, wie man das kontrollieren will. Ich glaube, da braucht es auch eine Klarstellung. Gerade die Kleinsten haben ja das geringste Ansteckungsrisiko. Vielleicht können wir da gemeinsam auch noch mal eine Klarstellung machen, dass die Spielplätze unter allen Umständen offen gehalten werden müssen, weil das ist für die Familien, die in engen Wohnungen wohnen, elementar wichtig, durch die Krise zu kommen, meine Damen und Herren. Kinder und Jugendliche dürfen nicht zu Verlierern der Krise werden. Deshalb müssen wir auch alles dafür tun, das teile ich, die Schulen und Kitas geöffnet zu halten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt jetzt der neuen Maßnahmen. Und dabei wäre es für uns entscheidend, die Klassengrößen zu reduzieren und alles dafür tun, dass die Abstände eingehalten werden können. Das können wir natürlich aufgrund der räumlichen Situation in vielen Fällen gar nicht. Und deshalb ist auch noch einmal mein erneuter Appell, und ich will das vielleicht auch an dieser Stelle erwähnen. Die Bildungspolitik ist eine sehr wichtige, deswegen habe ich das vorgestern Abend auch in einer Schalte angesprochen, was das Wechselmodell betrifft an Schulen. Also auch die Hälfte zu reduzieren, damit man möglicherweise gerade bei den jetzigen hohen Infektionszahlen auch den Busverkehr dadurch reduzieren kann, dass weniger Schülerinnen und Schüler auf einmal zur Schule fahren müssen, dass man dort auch digitale Konzepte anbieten kann. Und ich hatte ein sehr gutes, ich sage das mal hier so, das mache ich ja nicht allzu häufig, den Kultusminister zu loben, ein ganz gutes Gespräch gestern mit ihm. Ich bin aber ein bisschen erschüttert darüber, was gestern Abend rausgekommen ist. Und es ist mitnichten so, dass die Kommunen das alle gut finden, dass nur noch Stufe 2 erlaubt sein soll dieser Tage, weil natürlich das Infektionsgeschehen ein Stück weit auseinandergeht in Hessen. Und es gibt sehr hohe Zahlen, wo schon Wechselschulzeiten angeboten wurde. Warum machen Sie das kaputt? Warum legen Sie nicht einfach fest, ab welcher Inzidenzzahl man es einführen kann? Dann könnte man das vor Ort entscheiden, ob man das kann oder nicht, meine Damen und Herren. Und wir diskutieren das ja, bevor Verordnungen in Kraft treten. Und deswegen hoffe ich auch, dass Sie zuhören und dass das, was wir hier heute parlamentarisch machen, auch irgendwo Widerhall findet. Wir haben ein Problem meines Erachtens in der Verordnung mit dem Versammlungsrecht. Wir haben in § 8 Nummer 4b der Verordnung eine Regelung drin, dass Versammlungen in geschlossenen Räumen der Genehmigung bedürfen. Das ist aus meiner Sicht verfassungswidrig. Veranstaltungen in öffentlichen Räumlichkeiten sind besonders geschützt und unterliegen keinem Genehmigungsvorbehalt. Und dass man Hygienekonzepte vorlegen muss, ist völlig klar, völlig akzeptiert, darum geht es nicht. Aber der Genehmigungsvorbehalt muss raus. Ich glaube, es ist gut, dass wir heute darüber diskutieren, und ich rege an, dass wir diese Formulierung rausnehmen, meine Damen und Herren. Die Einschränkungen sind insgesamt sehr massiv. Das hat auch der stellvertretende Ministerpräsident gesagt. Deswegen müssen wir nun alle, vor allen Dingen aber auch Sie, gemeinsam für mehr Akzeptanz sorgen. Wir werden zahlreiche Branchen in den nächsten 4 Wochen finanziell massiv unterstützen müssen. Dafür stellt die Bundesregierung insgesamt einen Wahnsinnsbetrag in Höhe von 10 Milliarden € zur Verfügung. Aber wir sehen auch die Landesregierung da in der Pflicht. Und es ist mitnichten so, dass vereinbart wurde, dass man nichts anderes machen darf. Wir wollen dafür werben, dass man an den Stellen, wo unnötige Härten entstehen, auch die Landesregierung ihren Beitrag leistet. Am Geld, meine Damen und Herren, kann es ja nach dem Schattenhaushalt von 12 Milliarden € nicht scheitern. Herr Al-Wazir, Sie haben hier so schön gesagt, Parteipolitik darf hier keine Rolle spielen, aber selber haben Sie es an 3 Stellen getan. An 3 Stellen, die eine gehe ich noch mit, weil das etwas Grundsätzliches damit zu tun hat mit der AfD, weil sie alles ablehnen und negieren, da gehe ich noch mit.
Aber Sie haben es bei der FDP gemacht, das fand ich schon unangemessen, und Sie haben es bei der SPD gemacht mit Herrn Lauterbach. Und meine Damen und Herren, Herr Lauterbach hat die Äußerung, die die Bild-Zeitung interpretiert hat, als einzige klargestellt, dass sie anders war. Und Herr Lauterbach hat aufgrund dieser Diskussion in der Bild-Zeitung Morddrohungen erhalten. Und Sie führen das hier so auf, obwohl Sie wissen, dass es falsch ist. Das finde ich ausgesprochen geschmacklos und geht aus meiner Sicht überhaupt gar nicht. Das Herz der hessischen Demokratie schlägt im Hessischen Landtag. Und hier müssen auch die wesentlichen Fragen diskutiert und die wesentlichen Entscheidungen getroffen werden. Und Herr Albers, ich finde es schön, dass Sie aufgeführt haben, wie viele Stunden wir uns hier damit beschäftigt haben. Nein, nein, das finde ich toll, dass die Landesregierung offensichtlich nach Stunden, Minuten guckt, wie der Landtag arbeitet. Wir machen das demnächst umgekehrt auch so. Das ist nicht mein Verständnis von Parlamentarismus, ehrlich gesagt. Ja. Noch kontrollieren die einen die anderen, was sie machen, aber ist egal. Aber ich glaube, das sollte man nicht so leicht abtun. Ich habe Ihnen an ein paar Beispielen aufgezeigt, warum es sinnvoll ist, vor Inkrafttreten einer Verordnung parlamentarisch darüber zu diskutieren, um Akzeptanz für die Maßnahmen in der Bevölkerung zu bewerben. Darum geht es dieser Tage. Es geht darum, frühzeitig. Und ehrlich gesagt, wenn ich angerufen werde, nachdem der Ministerpräsident schon eine Pressemitteilung herausgegeben hat, dann ist das keine Beteiligung vorher, bevor Maßnahmen entschieden werden. Und ich bin deshalb sehr froh, dass unserer Forderung nach einer Sondersitzung gefolgt wird und dass wir heute zusammenkommen. Die letzten Monate, auch das muss man offen ansprechen, waren in der Tat eine parlamentarische Zumutung. Und ich glaube, es ist gut, dass wir die parlamentarische Debatte hier führen. Und bevor Sie einwenden, wir hätten ja was machen können. Die FDP hat zweimal Gesetzentwürfe vorgelegt. Zweimal Gesetzentwürfe vorgelegt, auf denen, wenn man diesem zugestimmt hätte, hätte man eine Basis gehabt, um regelmäßig hier im Parlament darüber zu diskutieren. Ja, und eine Regierung muss handlungsfähig sein, aber dieses Durchregieren per Verordnung fügt unserer Demokratie dauerhaften Schaden zu, meine Damen und Herren. Und es macht das Regierungshandeln auch nicht effizienter, sondern schlechter. Ich bin überzeugt, dass ein solch vermeidbarer Fehler wie das schwarz-grüne Hin und Her beim Beherbergungsverbot nicht passiert wäre, wenn man vorher parlamentarisch darüber debattiert hätte. Es geht um Akzeptanz, wie Sie zu Recht gesagt haben. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, es geht jetzt darum, zu werben um Akzeptanz. Das tun wir. Und das tun wir vor allen Dingen heute hier mit dieser offenen Debatte, weil es wichtig ist, eine offene, transparente Debatte zu haben, um zu erklären, warum die Menschen dieser Tage zu Hause bleiben sollen, ich sage es noch einmal, und nicht mehr treffen sollen als ihre eigene Familie und eine weitere. Das ist das Gebot der Stunde. Und Sie haben das Parlament leider monatelang außen vor gelassen. Und insofern haben Sie nicht nur das Parlament außen vor gelassen. Ich will es mal sagen, weil wir hatten ja hier auch schon ganz andere Debatten im Sommer. Ich will mal daran erinnern, dass Sie mit Ihrem verfassungswidrigen Vorgehen beim Schattenhaushalt das Tischtuch zum Parlament ja sogar zerschnitten haben, meine Damen und Herren. Und dass das gerade in der Krise kontraproduktiv ist, kann sich jeder denken. Meine Damen und Herren, wir haben als SPD von Anfang an unsere Unterstützung für alle notwendigen Maßnahmen zugesichert, und wir haben Taten folgen lassen. Wir haben dem ersten Nachtragshaushalt gezeigt, dass wir Verantwortung übernehmen. Wir haben einen zweiten angeboten. Wir haben Ihnen unsere Hand ausgestreckt, die dann leider sehr harsch abgeschlagen wurde. So kann man regieren. Ob es klug ist, so zu regieren, ist die andere Frage. Wir sagen Nein.
wir übernehmen dennoch weiter Verantwortung, aber seien Sie sicher, vergessen werden wir diesen Umgang mit dem Parlament nicht. Dass gerade dieser Tage es auf Kommunikation ankommt, ist, glaube ich, auch sehr deutlich geworden. Und die vielleicht wichtigste Ressource in einer Krise sind eben Vertrauen, Akzeptanz. Und diese Landesregierung geht aus meiner Sicht damit sehr verschwenderisch um. Um es offen zu sagen, die Kommunikation der Landesregierung während der Krise war jetzt sehr zurückhaltend formuliert, ausgesprochen gewöhnungsbedürftig. Und dabei meine ich nicht einmal das mit dem sogenannten Aufzugsgate, in dem man ohne Maske im Aufzug stand, und seine Folgen für Akzeptanz und Maßnahmen, sondern es fehlt an einer echten Aufklärungskampagne, um den Menschen die Wichtigkeit der Abstand- und Hygieneregeln zu erläutern. Es reicht nicht auf, auf ein Plakat die Aha-Regeln aufzuschreiben. Man muss jetzt eine Aufklärungskampagne in Gang setzen, die die Menschen darüber informiert, warum die verschiedenen Maßnahmen sinnvoll und richtig sind. Und daran appellieren wir heute. Wir wollen, dass Sie eine solche richtige, wahre und echte Informationskampagne auf den Weg bringen, meine Damen und Herren. Und dass Sie jetzt eine Plakatkampagne, gut, dass Sie das Stichwort reinrufen, Herr Finanzminister, vorgestellt haben, die von den neuen Maßnahmen schon überholt wurde. Und ich darf mit dem Einverständnis des Präsidenten das Foto zeigen von Ihnen, das ist Ihre Werbekampagne, dass Sie in diesen Tagen eine Werbekampagne vorstellen, wo Sie Restaurants schließen, wo wir das gemeinsam zu verantworten hat, auf der ein Koch zu sehen ist, finde ich ausgesprochen geschmacklos, meine Damen und Herren. Ich fordere Sie auf, diese Kampagne zurückzuziehen. Früher, meine Damen und Herren, in guten Zeiten konnte Schwarz-Grün PR, nicht einmal das können Sie heute noch. Aber diese Zeiten sind zu ernst, als dass sich eine Opposition darüber freuen könnte. Wir unterstützen den Versuch, die Welle zu brechen, aber Sie müssen den Menschen sagen, was Sie eigentlich vorhaben, und das müssen Sie schon selbst tun. Schenken Sie den Menschen reinen Wein ein und sagen Sie ihnen deutlich, worum es geht, in den nächsten Wochen zu Hause zu bleiben. Sagen Sie es klar und sagen Sie es deutlich, denn das Geraune des Ministerpräsidenten in den vergangenen Wochen, das soll das heißen, hat viel Unsicherheit produziert und viel Vertrauen gekostet. Man kann nicht als Ministerpräsident von möglichem Hausarrest sprechen und so tun, als würde das nichts mit den Menschen machen, meine Damen und Herren. Worte haben Wirkung, und wer Verantwortung trägt, muss auch Verantwortung mit seinen eigenen Worten umgehen. Und ja, die Pandemie verlangt von uns allen und auch von der Landesregierung vieles ab. Und die Antworten sind nicht leicht. Deshalb will ich auch nicht leichtfertig mit Kritik umgehen, aber es geht um Tatsachen, um die wir nicht drumherum kommen. Und das beschäftigt die Menschen draußen auch gerade. Die zweite Welle trifft uns nämlich nicht überraschend. Viele haben sie vorhergesagt, zuletzt vor 2 Wochen die Bundeskanzlerin. Leider hat Schwarz-Grün die Zeit nicht genutzt, das Land vorzubereiten, insbesondere nicht in der Sommerpause, meine Damen und Herren. Und ein Blick an die Schulen genügt. Die Vorbereitung nach den Sommerferien durch den Kultusminister war ein Desaster. Und wenn einem Monate danach nur das Lüften als Antwort anfällt, hat man seinen Job nicht gemacht. Es ist umso bitterer, als wir vor allen Dingen mit meinem Kollegen Christoph Degen umsetzbare Vorschläge auf den Tisch gelegt hatten, z. B. den schulischen Stufenplan. Der hätte bereits in den Sommerferien erarbeitet werden können. Wir haben ihn dann in der Regierungserklärung nach der Sommerpause noch einmal gefordert, und 5 Tage später kam er dann, meine Damen und Herren. Er hätte vorher kommen müssen, er hätte in der Sommerpause vorbereitet werden müssen. Das wäre verantwortliches Handeln gewesen. Das Gleiche hatten wir übrigens beim sogenannten digital gestützten Distanzunterricht. Das hatten vor allen Dingen beruflichen Schulen und wir gemeinsam mit den anderen Gewerkschaften gefordert. Auch das wurde erst nach Monaten zugelassen und wird jetzt hochgelobt vom Kultusminister, meine Damen und Herren. Das Gleiche ist die Hortbetreuung. Auch dort haben wir ein Konzept eingefordert, die Kommunen damit nicht alleine zu lassen. Aber auch da kam vom Gesundheitsministerium nichts, meine Damen und Herren.
Wo ist denn die Teststrategie, die Sie vorhin angesprochen haben mit den Schnelltests? Wo ist die denn? Wir haben die noch nicht gesehen, wie zuerst mit den älteren Menschen im Testen begonnen werden soll. Das halten wir ausdrücklich für richtig. Es ist sicher richtig, jetzt viele Schnelltests als Hessische Landesregierung zu besorgen, um für die Berufsgruppen, die gerade im Feuer stehen, gerade in den Krankenhäusern, die Tests zu haben und für die älteren Menschen, die besonders geschützt werden müssen dieser Tage. Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie baldmöglichst diese Teststrategie vorlegt, meine Damen und Herren. Weil das ist ja auch eine gute Errungenschaft, und dann kann man den Bürgern auch eine gewisse Aussicht geben und Hoffnung damit geben, weil es gibt jetzt diese Schnelltests, und die sollten schnellstmöglich eingesetzt werden, um das Infektionsgeschehen auch einzudämmen. Wo ist die Impfstrategie? Was ist genau in Hessen dazu vorgesehen? Ja, wir kennen die Impfstrategie, die das RKI vorgestellt hat, aber ist es das, was die Landesregierung eins zu eins machen wird, oder was hat die Landesregierung für eigene Ideen? Bitte verweisen Sie nicht nur aufs RKI. Bayern nimmt jetzt 100 Millionen € für eine eigene Impfstrategie in die Hand. Wir würden gerne wissen, was Hessen macht, und wir beauftragen Sie auch damit, eine Impfstrategie möglichst bald vorzulegen. Das gibt den Menschen Hoffnung in unserem Bundesland. Und ich will das noch einmal sagen. Wir hatten an anderer Stelle schon ausführlich darüber diskutiert. Nach 8 Monaten Krise wartet man vergeblich darauf, dass Hessen auch endlich eine eigenständige Wirtschaftspolitik hat, gerade in der Krise, um Jobs zu sichern. Darauf warten wir immer noch, und wir fordern Sie erneut auf, eigene Maßnahmen auch zu ergreifen und sich da an die Spitze der Bewegung zu stellen. Umso mehr, meine Damen und Herren, danken wir von dieser Stelle unserem Bundesfinanzminister Olaf Scholz, dass er bereits vor dem Beschluss der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin ein klares Signal gesendet hat. Wir lassen euch nicht im Regen stehen, indem er die 75-prozentige Entschädigung für die Gastronomie schon vor den Beratungen angekündigt hat. Das war ein positives Signal für diejenigen, die jetzt von harten Einschnitten betroffen sind. Und damit zeigt sich erneut, dass vor allen Dingen in Berlin hessische Arbeitsplätze gerettet werden. Ich danke nochmals für die Einführung des Kurzarbeitergelds Hubertus Heil und Olaf Scholz für die Rettung auch der Lufthansa. Die SPD übernimmt, ich sage es noch einmal, in diesen schweren Zeiten Verantwortung, ob im Bund oder im Land. Die Menschen können sich darauf verlassen, dass wir ihre Nöte und Sorgen im Blick haben und Antworten finden, damit sie alle, das gesamte Bundesland, gut durch die Krise kommt. Wir alle wollen doch, meine Damen und Herren, dass wir in ein paar Wochen wieder in der Lage sind, hoffnungsvoll auf das Weihnachtsfest zu schauen, um lange nicht gesehene Angehörige wieder zu treffen und der Einsamkeit vieler Menschen entgegenzuwirken. Deshalb machen wir doch jetzt diese schwerwiegenden Einschnitte, und daran werden wir jedenfalls mitarbeiten, meine Damen und Herren. Darum geht es, Verantwortung zu übernehmen, für sich und andere Maske zu tragen. Ich sage das noch einmal ganz ausdrücklich in Richtung einer Fraktion. Abstand zu halten und dennoch füreinander da zu sein in diesen nicht ganz einfachen Zeiten, gerade jetzt im November, wo jeden Tag die Tage kürzer werden und es nicht mehr so leicht ist wie im März oder im April, wo die Tage länger wurden und das Wetter sehr gut war. Wir müssen jetzt besonders sorgfältig mit unseren Mitmenschen umgehen, für sie da sein. Und wir können uns zwar alle die Umstände nicht aussuchen, aber wir können sie ändern, besser machen, gemeinsam, und dann kommen wir auch durch diese schwere Zeit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Ich darf noch darauf hinweisen, dass eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der SPD. Steigende Infektionszahlen erfordern weitreichende Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit. Drucksache 20 397
5 wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird das der Top 6, und wir diskutieren ihn ja auch bereits mit dem Top 1, wenn Sie dem nicht widersprechen. Eingegangen und an den Plätzen verteilt ist auch ein Dringlicher Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Steigende Infektionszahlen erfordern weitreichende Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit, Drucksache 20-3976. Da fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird das Top 7, und wir diskutieren ihn ebenfalls mit Top 1. Und ich darf noch auf eine Neuerung hinweisen, bevor ich dann endlich die Fraktionsvorsitzende der CDU, der Fraktionsvorsitzende der CDU das Wort erteile. Es gibt 2 Saalmikrofone auf der Tribüne für den Fall, dass das Bedürfnis besteht, von oben sich in die Plenardebatte einzuschalten. Ja, Herr Kollege Lichert. Ja, das ist Recht von. Das ist aber. Ja, aber Herr Kollege Lichert, ist das gute Recht, dass die Fraktionen eigene Anträge einreichen? Und wenn Sie wortgleich wären, oder das kann ich jetzt nicht so nicht nachvollziehen. Ich sehe auch keine Meldung zur Geschäftsordnung. Deswegen darf ich jetzt. Herr Kollege Lichert, darf ich Sie bitten, sich entweder mit einer Wortmeldung zur Geschäftsordnung in die Debatte einzuschalten oder es zu unterlassen? Darf ich jetzt der Kollegin Klaus, Fraktionsvorsitzende der CDU, das Wort erteilen? Bitte schön, Frau Kollegin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor rund einem Monat stand ich hier an diesem Pult und habe gesagt, Winter is coming, frei nach George Martin. Jetzt stehen wir hier im November und stellen fest, Winter ist hier, und das auch mitten unter uns. Ich will daher zunächst dem stellvertretenden Ministerpräsidenten für seine Regierungserklärung danken. Ich glaube, Sie haben deutlich gemacht, an welchem historischen Punkt wir sind und warum wir auch zum Handeln gezwungen sind, wobei wir doch um jede Maßnahme ringen, und das im Sinne der Menschen in diesem Land. Vielen Dank dafür. Ich will an dieser Stelle aber auch herzliche Grüße an unseren Ministerpräsidenten Volker Bouffier richten, der eigentlich heute Morgen hätte hier an diesem Pult stehen wollen. Lieber Herr Ministerpräsident, in Gedanken ist Ihre Fraktion heute bei Ihnen, und ich glaube, das gilt auch für viele Menschen in diesem Land, die in diesen Minuten gedanklich bei Ihnen sind. Sie verdienen ein hohes Vertrauen von uns. Sie bekommen es. Insoweit darf ich Ihnen noch sagen, dass hier und heute der Geist Ihrer Politik im Raum ist. Insoweit herzliche Grüße an den Livestream. Es gab in der Vorrede von Frau Faeser einige Punkte, die ich im Rahmen meiner Rede vielleicht noch klarstellen möchte, auch warum wir hier heute zusammen sind. Es war auch ein Antrag des Ministerpräsidenten, der um unverzügliche Einberufung des Sonderplenums gebeten hat. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und bevor wir so weitermachen, bin ich auch froh, dass der Parteipolitik-Alarm bei der Frau Kollegin Faeser nicht angegangen ist, gar nicht zum Schluss, gerade beim Kollegen Scholz und Ähnlichem. Insoweit wollen wir jetzt vielleicht sachlich und geordnet weitermachen. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat am vergangenen Mittwoch drastische Einschränkungen beschlossen. Maßnahmen, die eine akute nationale medizinische Notlage verhindern sollen. Es sind Maßnahmen, die geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sind. Das Corona-Kabinett hat diese Regelung nachvollzogen. Und ich finde es gut und richtig, dass wir auch hier im Parlament vor Inkrafttreten der Verordnung miteinander darüber reden, diese besprechen und da auch streitig darüber sind, wie der richtige Weg sein mag. Denn es sind drastische Maßnahmen und Einschränkungen. Die Einschränkungen, ja, sie tun weh und sie begrenzen uns. Und ich verstehe auch, dass das zu Unmut, Wut und Ärger manchmal führt. Warum genau so? Warum hier? Warum ich? In den letzten Tagen denke ich häufiger
an ein Gemälde von Caravaggio. Und ich hoffe, das sei mir auch am Reformationstag heute gestattet, dass ich kurz von diesem Bild berichte. Es zeigt den ungläubigen Thomas, den Jünger, der mit seinem Zeigefinger die Wunde von Jesus anfassen möchte, um den Beweis zu bekommen. Ein Zweifler, der Prototyp des Zweiflers, der einen Beweis möchte. Vielleicht ist es ganz menschlich zu zweifeln. Vielleicht bewegt das viele. Vielleicht wollen wir alle den Beweis. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, die letzten Zweifel an den Maßnahmen, die werden wir hier nicht ausräumen können. Aber eins sage ich Ihnen, den Beweis für die Tödlichkeit dieses Virus, den wollen wir nicht in den Krankenhäusern sehen, den wollen wir nicht im Freundeskreis sehen und den wollen wir nicht in unseren Familien sehen. Aber das Mindeste, was die Menschen von uns erwarten können, ist, dass wir ihnen erklären, warum wir so handeln. Und es gestattet mir meine Erziehung, dass ich nicht auf diesen schlimmen Einruf von diesem Kollegen antworte. Also, warum ergreifen wir diese dramatischen Einschränkungen? Weil die Lage dramatisch ist. Das Virus ist außer Kontrolle. Die Landkreise geraten an ihre Grenzen, was die Nachverfolgung angeht. Die Infektionsketten sind nicht mehr zu brechen. Seitdem ich hier von Winter is Coming berichtet habe, haben sich die Infektionszahlen verzehnfacht und die Behandlung auf Intensivstationen verfünffacht. Wenn wir noch einmal so 4 Wochen weitermachen würden, dann, und das hat die Leopoldina in einer eindrücklichen Studie gemeinsam mit dem Helmholtz, dem Max-Planck-Institut, dem Fraunhofer-Institut und den Leibniz-Gesellschaften dargestellt, wären wir Anfang Dezember bei rund 100.000 Ansteckungen am Tag und zusätzlich alleine 10.000 Toten im Monat November. Die Kanzlerin wurde verlächelt, das haben wir eben schon gesagt. An diesem Stand sind wir, sie verdient hohes Vertrauen, und die Zahlen sind doch nicht zu bestreiten. Das sieht man mal. Da sieht man mal, wes Geisteskind Sie sind. Es gibt auch noch Kollegen von Ihnen, die übrigens Maske tragen. Vielleicht wollen Sie die direkt aufschreiben. Auch das mal hier zu diesem Thema. Die sitzen allerdings oben. Also diese Einrufe sind zurückzuweisen. Wir können und wir dürfen, und jetzt zurück zum Thema, diese Gesellschaft nicht in eine derartige Notlage kommen lassen. Die Würde jedes Einzelnen ergibt sich aus dem Grundgesetz und, ja, ich gucke Sie an, aus dem christlichen Menschenbild. Und es erfordert, dass wir diesen unwürdigen Zustand unbedingt verhindern, dass, und das ist meine feste Überzeugung, dass wir ältere Menschen, vulnerable Gruppen nicht über Monate lang abschotten und zu Hause einsperren. Das widerspricht unserem Menschenverständnis. Das ist logistisch ein Wahnsinn, das ist völliger Quatsch, und das muss hier zurückgewiesen werden. Es sind Menschen, die wollen auch Weihnachten feiern. Es sind Menschen, die haben auch Familien, und es sind Menschen, die auch Zuneigung verdienen. Insoweit mit der CDU ist diese Abschottung nicht zu machen. Deshalb gibt es nur einen Weg, und das ist die Eindämmung des Virus. Wir müssen jetzt handeln, und wir müssen jetzt die Welle brechen. Denn jetzt haben wir noch einigermaßen die Möglichkeit, mit Augenmaß zu handeln. Wir müssen jetzt einschränken, und wir müssen jetzt besonnen sein, damit die Schulen und die Kitas weiter offen bleiben können, damit wir keine Ausgangssperren brauchen. Die gute Nachricht ist ja, wir haben inzwischen Kenntnis und die Mittel, um die Notlage zu verhindern. Das wichtigste Mittel ist die Reduzierung von Kontakten. Es ist ein Mittel, das jeder anwenden kann, aber es ist auch ein Mittel, das wehtut, das jedem wehtut. Auch das ist uns bewusst. Das Zusammensein ist wichtig für uns als Menschen, und das macht uns Menschen aus. Wir haben auch zusätzliche Mittel, die niemandem wehtun und die wir deswegen auch ganz konsequent anwenden müssen, unsere AHA-Regeln. Aber weil diese Zusatzmittel eben keinen vollständigen Schutz bieten, müssen wir Kontakte weiter reduzieren.
Die Wissenschaftler, Virologen, Epidemiologen haben aufgezeigt, dass wir 3 von 4 Kontakten, die wir noch im Vormonat hatten, reduzieren müssen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, aber wir schaffen es in einem 2-stufigen Verfahren. An erster Stelle, und ich gucke wieder zu Ihnen, muss natürlich die Einsicht und die Freiwilligkeit stehen. Viele Menschen haben den ganzen Sommer und vor allen Dingen auch in den letzten Wochen die Warnungen und Befürchtungen ernst genommen. Sie haben erneut Solidarität gezeigt. Sie haben Kontakte reduziert, Abstände und Hygieneregeln eingehalten und eine Maske getragen, da wo es nötig ist. Einen herzlichen Dank für diese Besonnenheit. Wir haben, und dafür bin ich sehr dankbar, eine ganz breite Akzeptanz für diese Einschränkung. Im letzten Deutschlandtrend waren rund 80% mit den Maßnahmen einverstanden oder wollten gar noch striktere Regeln. Das bestätigt unseren Weg. Es ist ein Zeichen einer solidarischen und sozialen Gesellschaft, dass der Stärkere auch einmal zurückstecken muss, um den Schwächeren zu schützen. Der ganz überwiegende Teil der Menschen lebt diese Solidarität. Und darauf können wir stolz sein in unserem Land. Wer aber glaubt, hier gelte allein das Recht des Stärkeren, der muss auf ganz klare Grenzen stoßen. Dem müssen wir als Gesellschaft Regeln auferlegen, und diese Regeln müssen wir auch entschlossen durchsetzen. Ja, dauerhafte Vorsicht kann zermürben, und dann denkt man, na ja, bei mir wird es schon nicht so schlimm, oder jetzt bin ich aber mal wieder dran mit meinen Wünschen. Aber in der aktuellen Situation geht es nicht, dass jeder egoistisch auf sich selbst schaut. Unsere Mittel und Werkzeuge wirken nur, wenn sich alle daran halten. Und wir haben in den letzten Wochen leider gesehen, dass Freiwilligkeit und Überzeugung nicht ausreichen. Wer Corona leugnet und absichtlich Risiken eingeht oder herbeiführt, schafft die Gefahr, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird. An dieser Stelle danke ich aber allen Menschen im Gesundheitssystem und allen anderen Menschen, die diesen Staat am Laufen halten, für ihre Arbeit für uns. Herzlichen Dank. Zudem sind es auch die unvernünftigen Menschen, die jetzt die vernünftigen Menschen in Haftung nehmen. Und das erleben wir auch gerade hier. Das können und das dürfen wir als Gesellschaft, aber nicht, die wir mit den Folgen leben müssen, akzeptieren. Wir brauchen an dieser Stelle, an der zweiten Stelle, klare Regeln und konsequente Durchsetzung dieser Regeln. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, diese Regeln in der MPK einstimmig zu beschließen. Über alle Landes- und Parteigrenzen hinweg. Es ist ein wichtiges Signal, dass diese Regeln jetzt einheitlich überall gelten. Das gibt wichtige Kraft und Klarheit. Daher gilt mein Dank vor allem Ministerpräsident Bouffier, der, wie ich weiß, ganz deutlich dazu beigetragen hat, dass es hier eine Verständigung gab. Eine Verständigung auf strenge, aber auf ausgewogene Regeln mit einem klaren Ziel und einer zeitlichen Perspektive. Deswegen sage ich an dieser Stelle für meine Fraktion ganz ausdrücklich, wir sind damit einverstanden, was die MPK beschlossen hat und was das Kabinett jetzt umgesetzt hat. Wir tragen diese Verordnung mit, und wir sind jederzeit bereit, diese Diskussion hier im Plenum zu führen. Übrigens, wann immer wir als Parlament mit den Verordnungen nicht einverstanden gewesen wären, hätten wir zu jeder Zeit auf Grundlage unseres Grundgesetzes Artikel 80(4) eine Verordnung hier ins Parlament bringen können und ein Gesetz daraus machen können. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Tun Sie doch jetzt nicht so, dass Parlamentsbeteiligung nicht stattfindet, nicht aufgrund der Zahlen, die genannt wurden oder Ähnliches. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, hier drüber zu sprechen, und wir tun es auch. Und wenn hier schon die Frage gekommen ist, warum inhaltsgleiche Anträge vorliegen, dann liegt das vielleicht daran, weil wir auch einen Kompromissvorschlag an Sie gemacht haben und sagen wollten, machen wir es doch gemeinsam, bestätigen wir doch gemeinsam, dass dieser Lockdown für uns in Ordnung ist. Aber da ist die SPD ausgeschert. Das gehört doch auch dazu.
Und außerdem waren wir im Sommer mit drei Sondersitzungen beschäftigt. Da haben wir hier miteinander getagt. Da war im Parlament zu viel, jetzt ist es zu wenig. Also Sie müssen sich auch entscheiden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Hochhalten dieses Plakates hier, war es doch die einzige Forderung, die ich gerade gehört habe, dass die Landesregierung eine bessere PR-Kampagne machen soll. Also bitte, Frau Faeser. Ja, wir haben es in der Debatte auch in Teilen schon gehört. Natürlich ruft dieser Ansatz auch Widerspruch hervor, weil viele aus guten Gründen aufzeigen, dass dieser oder jener Kontakt weniger gefährlich ist als andere. Es gibt berechtigte Fragen und berechtigte Kritik. Deshalb will ich mich zwei zentralen Fragen widmen. Warum machen wir es in dieser Breite? Geht das nicht kleinteiliger, individueller, passgenauer? Die ehrliche Antwort ist, weil wir es nicht genauer wissen, weil 80% der Infektionen sind nicht zuzuordnen. Deswegen ist es leider nicht richtig, dass man sich in bestimmten Bereichen nicht anstecken kann. Es ist leider so, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass man sich nicht im Theater, nicht im Kino, nicht beim Amateursport oder nicht im Fitnessstudio anstecken kann. Wir alle würden es uns wünschen, dass die Situation einfacher wäre, dass man z.B. sagen würde, anstecken kannst du dich nur dienstags zwischen 17 und 20 Uhr beim Sport. Dann würden wir da ein Sportverbot machen, und dann wäre die Lage geklärt. Aber so leicht ist die Lage nicht. Das Virus ist heimtückisch, und jeder Kontakt kann gefährlich sein. Und unter diesen Voraussetzungen muss gehandelt und abgewogen werden. Und ich bin dankbar dafür, dass die Ministerpräsidenten diese Abwägung getroffen haben, so wie ich sie auch für richtig halte. Vorrang haben unsere Kinder und auch ihr Bildungsanspruch. Deshalb wollen wir alles tun, damit die Kitas und die Schulen geöffnet bleiben können, wo immer das möglich ist. Hier wird eine tolle Arbeit geleistet, mit großem Engagement und großer Kreativität, um das hinzubekommen. Ein großes Dankeschön auch an alle Lehrerinnen und Lehrer, an alle Erzieherinnen und Erzieher, die diesen Weg für uns möglich machen. Ebenfalls Priorität hat die Wirtschaft für uns, damit Arbeitsplätze erhalten werden können, damit wir nicht in eine soziale Krise geraten. Wir müssen alles tun, um Arbeitsplätze zu erhalten, damit wir stabil stehen bleiben können. Auch hier wurde schon wahnsinnig viel gemacht und erreicht. Die Überbrückungshilfen, das Kurzarbeitergeld. Aber wir müssen alles dafür tun, möglichst große Teile der Wirtschaft funktionsfähig zu halten. Und wenn man die Priorität auf diese beiden Bereiche setzt, dann ist es denknotwendig, dass andere Bereiche eingeschränkt werden müssen. Und nun ist es so, dass wir in diesen Bereichen konsequent sein müssen. Und das trifft eben den privaten Bereich und die Freizeitgestaltung, auch wenn es hart ist und auch wenn es da besonders wehtut. Ich verstehe die Sorgen und die Nöte der Gastronomen und der Veranstaltungs- und Eventbranche. Aber am Ende müssen wir als Politik und als demokratische Vertreter der gesamten Gesellschaft abwägen. Wir haben entschieden, dass der Schutz der Gesundheit und des Lebens von vielen Menschen es rechtfertigt, in diesem Bereich Eingriffe vorzunehmen, und zwar drastische. Das ist eine ethische und politische Frage. Darüber können wir hier gerne streiten. Diese Abwägung hat auch Folgen. Das ist uns klar. Denn natürlich kommt die Frage auf, was ist denn mit denen, die darunter leiden? Dabei ist ganz klar, vor allem die Unternehmer in diesen Bereichen, in der Gastronomie, bei den Veranstaltungen, die Clubs, die Vereine, viele mehr tragen jetzt eine Last für unsere Gesellschaft. Wir ziehen die Freizeitbranche heran, um das epidemiologisch Notwendige zu erreichen. Ich kann die große Enttäuschung und den Ärger in diesen Bereichen verstehen. Ich weiß, dass es Existenzängste gibt und dass es Betroffene auch ungerecht finden. Sie haben ganz überwiegend große Anstrengungen unternommen, um pandemiegerecht arbeiten zu können.
Es ist daher ein ganz wichtiges Zeichen, dass wir diese Bereiche nun unterstützen. Diejenigen, die jetzt die Last tragen und schließen müssen, müssen einen finanziellen Ausgleich erhalten. Ich finde es gut, dass die MPK im Bund das direkt klargestellt hat und hierfür 10 Milliarden € zur Verfügung gestellt hat. Wenn wir hier schnell und unbürokratisch jedem Betrieb, der aktuell geschlossen ist, 75% seines Umsatzes gemessen am Umsatz des letzten Jahres ersetzen, glaube ich, ist das ein faires Angebot, das dazu führt, dass die betroffenen Branchen diesen Monat überstehen. Und auch bei Solo-Selbstständigen und den Kulturschaffenden gilt dieses Angebot, damit ihnen nicht der wirtschaftliche Boden entzogen wird. Und wir sind uns einig, wir wollen, dass diese Bereiche die Krise überstehen. Meine Damen und Herren, ich will noch zwei Fragen aufgreifen, die mich in den letzten Tagen erreicht haben. Warum sind wir denn nicht besser vorbereitet? Ich finde, wir sind vorbereitet. Wir alle wussten, dass die Pandemie vermutlich im Herbst zurückkommen würde und dass sie auch mit Macht zurückkommen könnte. Deshalb wurde in den letzten 6 Monaten intensiv an der Vorbereitung dieser Situation gearbeitet. Wir haben im Gesundheitssystem und den öffentlichen Gesundheitssektor gestärkt. Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass genügend Schutzausrüstung vorhanden ist. Wir haben geforscht und entwickelt. Wir haben Medikamente und Impfstoffe entwickelt und sind dabei, dass sie auch in die Umsetzung kommen. Wir haben Schnelltests im Gesundheitswesen, die auch in den Altenheimen helfen können. Wir haben Lüftungsgeräte in den Schulen, und hierfür gibt das Land hier vorgesehen, und wir haben Lüftungs- und da eine Bereitschaft von 10 Millionen. Lassen Sie mich doch ausreden. Es ist ja schön, dass Sie das so antizipieren. Wir haben Lüftungsgeräte vorgesehen und haben dafür 10 Millionen € Landesgeld zur Verfügung gestellt. Wir haben so schnell und so viel über dieses Virus gelernt wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Und trotzdem wissen wir noch nicht alles. Trotzdem haben wir noch nicht alle Werkzeuge, die wir brauchen, um die Pandemie zu besiegen. Trotzdem braucht es noch Zeit, bis wir noch besser agieren können und bis wir dieses Virus vollkommen unter Kontrolle haben. Übrigens ist die zweite Welle kein deutsches oder kein hessisches Problem. Schauen wir in die Nachbarländer, sieht es furchtbar und desolat aus. Es ist hier keine Frage von Wettkampf. Es ist ein trauriges Zusehen, was um uns herum passiert. Und deswegen müssen wir hier beherzt eingreifen. Im Frühjahr sind wir recht gut und vergleichsweise mit geringen Zahlen durch die Krise gekommen, weil wir auch hier früh und entschlossen reagiert haben und weil auch hier die ganze Gesellschaft mitgeholfen hat. Wir haben jetzt wieder die Chance, glimpflich durch die zweite Welle zu kommen, wenn wir erneut umsichtig handeln und die Menschen wieder gut mitmachen und sich solidarisch verhandeln. Ich glaube, dass wir mit diesen Beschlüssen auf dem richtigen Weg sind. Zweite Frage, was folgt auf den November? Wir haben ein klares Ziel und einen klaren Plan. Wir wollen 4 Wochen die Kontakte drastisch reduzieren, damit sich die Infektionszahlen reduzieren. Wenn alle mitmachen, kann das gelingen. Dann können wir im Anschluss wieder die Strategie fahren, die Kontakte zu kontrollieren, Infektionsquellen nachvollziehen, Infektionsketten durchbrechen. Dann können wir wieder lokal reagieren, aber global schrittweise eine verantwortbare Normalität übernehmen. Wenn wir alle willig, konsequent und solidarisch sind, können wir nach meiner Überzeugung einen besinnlichen Advent und ein schönes Weihnachtsfest haben. Sicher nicht in einem Großraumclub, aber zumindest im Kreise der Familie und der nahen Angehörigen. Meine Damen und Herren, wir können das schaffen. Wir haben die Mittel. Wir haben eine vergleichsweise gute Ausgangslage. Wir haben einen Plan. Und wir haben die politische Kraft zur Einigung und zur Umsetzung dieses Plans. Wir haben berechtigten Grund zu hoffen, dass die nun ergriffenen Maßnahmen die zweite Welle brechen.
Dafür ist aber das Verhalten jedes Einzelnen erforderlich. Daher noch einmal die eindringliche Bitte von mir, dass wir zusammenhalten, damit wir diese Pandemie besiegen. Denn nur gemeinsam können wir die Welle brechen. Denn nur gemeinsam kommen wir wieder zu unserer verantwortbaren Normalität. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Claus. Ich darf noch einmal in aller Freundschaft und Höflichkeit darauf hinweisen, dass Missfallens- oder Beifallsbekundungen von der Regierungsbank bitte unterbleiben. Und das Gleiche gilt selbstverständlich auch für Zwischenrufe.